Ausdauer, AP. Noctis benötigt Ausdauer, um zu rennen oder sich nach Punkt Warps von seiner Waffe hängen zu lassen. Behalte die Ausdaueranzeige daher immer im Auge. Verbrauchte Ausdauer regeneriert sich nach einer Weile automatisch. Und jetzt kann ich mir noch ein Bier holen, weil das dauert hier noch 7 Jahre, bis das geladen hat. La 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 la. La 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 la. Mahlzeit, hallo und herzlich, was ist das hier für ein scheiß Wetter eigentlich? Ja, Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 15 in der 4. Aufnahmesession meinerseits. Ich habe mal wieder 3 Stunden und 5 Minuten, wie mein Timer sagt, Zeit, um hier ein bisschen was aufzunehmen. Brauche auch mal wieder ein bisschen neuen Stuff, weil die Folgen gehen bald alle. Was haben wir denn hier letztes Mal gemacht? Wir waren in Lestalum, genau, dort haben wir Iris getroffen, haben Stadtbummel gemacht. Und dann sollten wir hier mal zur Höhle hinter dem Wasserfall gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das... Wollen wir das jetzt schon machen? Noctis bückt sich so nach vorne so... Oh, nö, bitte nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Mein Gott, sortiere die Wörter im Mund. Da ich ja jetzt hier wieder in einer neuen Aufnahmesession bin und das altbekannte Problem habe, von wegen, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen einfinden muss in das ganze Geschehen. Von daher will ich jetzt gerade mal gucken, was geht hier eigentlich so? Was geht hier eigentlich so? Shop und Café. Da waren wir letztes Mal drin. Hier steht Rainer Kamon an der Kasse. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas machen konnten. Ich konnte hier mit was interagieren oder auch nicht. Hallo? Dachchen. Dachchen. Ja, hier konnten wir nur kaufen, ne? Nur kaufen. Wir haben ja echt eigentlich so gesehen ganz gut Sachen am Start, nicht? Und... Ja, noch Gegenstände. Okay. Schönen Dank. Ja, ich habe nichts gemacht, aber bitte sehr. Kein Problem. Käsechips aus 100% Leidener Kalek-Kartoffeln. Kalek-Kartoffeln. Mit sahnigem Schafskäse-Aroma. Die Sorte kenne ich noch gar nicht. Dann probier doch mal. Genau. Nee, ess einmal mal. Das macht bestimmt dick. Schon möglich. Ja, na klar. Ist das schon möglich? Ich muss hier gerade noch mal kurz was... Ich sehe nämlich meine Aufnahme nicht. Ja, gut, läuft alles. Ich habe jetzt hier mal, weiß nicht, ob es auffällt, meine Elgato mal ein bisschen anders eingestellt. Und ich sehe gerade, es ist ziemlich dunkel in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hoffe, das ist im Video halt ein bisschen heller. Ich kann auch an meinem komischen zweiten Monitor, Fernseher liegen, dass der das so dunkel darstellt. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier die Aufnahmequalität ein wenig erhöht. Da habe ich natürlich wieder die... Probleme, dass es eventuell ruckelt. Deshalb muss ich immer so ein bisschen das Auge auf dem Monitor haben. Das sieht echt dunkel aus. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich irgendwas eingestellt, was das so macht? Ich habe keine Ahnung. Naja, mal gucken, ob sich das hier in der Aufnahmesession so ausgeht. Ansonsten ein dickes Sorry, wenn das so aussieht, wie es aussieht. Pass auf, wir gehen da jetzt einfach in diese scheiß Höhle rein. Ist mir egal. Auch wenn ich hier gerade schon wieder nicht weiß, wie es überhaupt funktioniert. Aber kein Problem. Das kriege ich schon irgendwie geschissen. Mit der Zeit müsste ich mich eigentlich auch mal dran gewöhnen, an dieses ganze Kampfgeschehen. Und ja, Herr Koike Nishimura. Das ist ein guter Tipp, mir die Sachen hier vielleicht mal aufzuschreiben, aber ich glaube, ich habe sie dann so langsam in meinem Kopf drin. Das Problem ist halt nur die Abfolge, ne? Die muss ich halt noch reinkriegen. Das ist, was ist ja ein fatales Roulette. Fotografieren ist für dich nicht nur ein Hobby, oder? Ja, Noct. Lass uns die Fotos verkaufen und reich werden. Was? Wer soll die denn bitte kaufen? Da gibt bestimmt jemanden, der daran interessiert ist. Also, ich finde sie alle wunderbar. Erinnerungen für später. Ja, genau, Prompto. Mach das schon. Mach mal deinen eigenen Laden auf. Ja, gut. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, das mit dem Aufschreiben von den ganzen Tastenbelegungen. So, ich meine, ich weiß es ja, ne? Nur im Eifer des Gefechts, da, wie zum Beispiel das mit dem Warp-Ding, Warp-Punkt, da oben hochspringen und so. Ja, das ist, manchmal, da drücke ich da einfach zu schnell drauf, weil ich einfach... schnell weiterkämpfen will, anstatt da länger drauf drücken zu lassen. Ich muss das alles so ein bisschen noch verinnerlichen. Na klar, ist natürlich immer schwierig nach solch langen Pausen. So, jetzt möchte ich nicht schon wieder von dem Thema reden, dass ich hier nichts kann. Na, wir gucken einfach mal, wie es sich jetzt hier auswirkt. Gehen wir so ein bisschen durch die Wildnis. Das ist nicht normal. Wieso Kopfschmerzen? Hä? Schon wieder Kopfschmerzen? Rummen? Mein Chocobo läuft bald ab. Sehe ich gerade. 2 Tage. Sieht übrigens verdammt cool aus, wenn wir hier so den Weg runtergehen. Ich gehe einfach mal den Weg weiter.
Musik ist auch lustig. Wer will uns denn wo angreifen? Alter! Jetzt mal im Ernst, das ist zu riskant. Warum denn? Also, lassen wir's? Nee, schon okay. Los geht's. Jetzt mal im Ernst. Wie viel, was hat er denn hier Leben? 54! Ich habe einen Plan. Einzelteile des Ziels zertrümmern. Qualität. Mit Gazorm. Was? Mit Gazorm? Mit Gazorm? Was? Wie heißt er? Kannst du richtig sehen? Oh mein Gott. Was tue ich hier? ja, genau. Na klar. Kein Problem. Ich glaube, wir sollten hier weg, Leute. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich hier hingewagt habe. Keine Ahnung. 54. Ich glaube, das schaffen wir nicht, Leute. Alter, der selbst da trifft er mich noch. Sein Gesicht, ist er vergiftet? Ja, na klar, bin ich vergiftet. Oder was? Ah, geh mal schnell weg hier. Das müssen wir jetzt nicht. Wenn man hier gleich so ins Spiel reingeschmissen wird, ohne Erfahrung, dann... 54. Muss ich, glaube ich, erstmal was nehmen, ne? Da war das, genau. Erstmal was nehmen. Erstmal was nehmen. Haben wir überhaupt? Gegengift, ja. Jede Menge. Noctis. Trink es aus, weil es dich vergessen lässt. Ja, jetzt sind wir natürlich hier gegen so ein Midgar Sorum. Was ist das für ein Name gewesen? S-R-M-R-Sorum-R. Ich kann ihn auch von hier... Kann ich ihn irgendwie anvisieren? Um zu gucken, was... Nein? Das Ding ist ja riesig! Ups. Jetzt gebe ich voll Gas. Midgard Sorum-R? Ja, sagst du immer. Alter, was ist denn hier los? Hallo? Die Jagdsaison ist. Ey, warum knien die denn da jetzt? Das könnte heikel werden. Alter Schwede. Ach nee. Konnt ihr eben nix. Ich konnte mich nicht bewegen gerade. Ich weiß gar nicht warum. Ja gut. Mal hier mal weg von diesem Scheißviech. Jetzt müsste ich ja eigentlich theoretisch mich nochmal ausrasten, weil ich hier ganz schön viel auf Fresse gekriegt habe von diesem Ding. Das kann ich. Kann man den schon besiegen? Einzelteilen zerlegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber mit einem Hubs waren wir quasi im Mund. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Leute, könnt ihr mir das mal sagen? Und ja, Herr Kuiki Nishimura, ich habe mir das Video noch nicht angeguckt mit dem Ausdauerlauf. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir das geschickt hast. Ist jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen oder so war das gewesen, dass du mir das geschickt hast. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her hier. Ist ja jetzt noch nicht ganz, wann diese Folge hier rauskommt, aber ich denke mal so in den nächsten, ja, 1-2 Wochen, wenn das hier jetzt der aktuelle Stand, ich glaube aktuell ist Folge, weiß ich gar nicht, draußen. Schlechtes Wetter. 23 ist es. So, wir müssen irgendwie hinter diesem Wasserfall kommen, aber muss ich da an dieser blöden Schlange vorbei? Muss ich da zwingend dran vorbei? Oder kann ich einfach da hinten, oder kann ich einfach runterspringen? Natürlich nicht, wahrscheinlich. Vielleicht muss ich da ja auch nicht, ich muss da hin. Es ist ja die Hauptstoryline. Von daher, ja. Wollen wir mal gucken. Ich renne jetzt einfach mal die Straße lang und gucke mal, was da hinten so passiert. Da müssen wir hin. Aber ich habe keinen Bock auf die Schlange. Habe ich nicht. So ein Mistwetter. Ja. Ja, so ein Mistwetter. Da hat er recht. Hat er da. Kann diese Brücke hier auch mal... Ist die auch mal irgendwann vorbei? Können wir da hinten überhaupt runter? Oh, Alter, ich weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir echt mit dieser Kackschlange lang, ne? Der Midgar Sorum. Tja. This looks like. Verdammt! Warum bin ich denn überhaupt dann hier hingelaufen? Kannst du mir das mal erklären? Könnte ich einfach runterspringen und tot sein? Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Dann versuchen wir mal hier wieder zurückzusprinten. Ja, das ist doch schon mal gut. Da können wir uns noch mal ein bisschen warm kämpfen. Wo wir schon wieder nicht so viele Leben haben hier, ne? Wo sind sie denn jetzt? Aha. Na komm her.
Augen auf! Beim Eierkauf. So, guten Tag erstmal, liebe Leute. Wie geht's denn so? Hoppala. Genau, AD. Alter, was ist denn das schon wieder? Wo kommt denn dieser scheiß Typ denn schon wieder her? Let me in peace, Sackgesicht. Hallo? Ich glaube, ich muss mir mal selber hier außer Patsche helfen. Super Trank, Super Trank. Alter, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sollte mich demnächst mal wieder vorher vorbereiten auf sowas. Hoch mit dir. Danke, Junge. Danke. Otto macht nicht mehr lange mit. Verdammt. Ja, wieso ist er denn jetzt schon wieder aus dem Fokus rausgegangen, ne? Ich raff's nicht, Alter. Ich hab's nicht! Halt durch. Das fängt mal wieder gut an hier. Heiltrank. Noctis. Keine Gnade. So, komm mal her. Können wir hier vielleicht mal was blocken? Wollen wir mal hier so ein bisschen klein anfangen hier. Mit einem Gegner einfach mal klarkommen. Das gibt's nicht. Ich dachte, er... Gleich sind wir alle down hier, oder was? Gladio! Ja, cool. Oh Mann, Mann, war das schlecht. Ich bin am Verhungern. War ein harter Kampf. Genau, war ein harter Kampf. Am Arsch war das. Ich glaube, ich muss erstmal wieder schlafen gehen. Und dann muss ich mich erstmal wieder hier ein bisschen. Ich muss erstmal ein bisschen warm werden. Warum ich das auch nie mache, ne? Vor der Aufnahme mich einfach mal im Kampftutorial nochmal so ein bisschen warm machen. Ja? Warum ich das nicht mache? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich liegt es hier schon wieder am Zeitdruck, dass ich hier nicht so viel Zeit habe. Keine Zeit verplempern muss. Wollte ja eigentlich schon seit 3 Stunden in der Aufnahme sein, aber nein. Da kommt hier noch was dazu und da noch was dazu. Hier musst du noch einen Brief schreiben und... Alter! Fuck real life, sage ich mal. Ah, guck mal, jetzt habe ich es geschafft. Weiß nicht, wie ich... Ich habe einfach dann mal drauf geguckt, Mitte des A's. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich habe es geschafft. Ich weiß aber gar nicht, was da jetzt so passiert ist. So, ich versuch's nochmal. Ah, guck mal, hat wieder funktioniert. Ich glaube, ich hab's raus. Na endlich, sagt der ein oder andere vielleicht. Na gut, komm, wir fahren jetzt erstmal hier mit dem Auto. Es tut mir leid, ich glaube, die Höhle hinter dem Wasserfall, das muss nochmal kurz warten. Ich muss noch kleine Nebenaufgaben annehmen, damit ich mich wieder ein bisschen warm kämpfen kann. Ich versuche das, aber hier, mal kurz gucken. Sagt der Timer, Stunde 2 Stunden 52. Ich versuche das hier in 52 Minuten mal ein bisschen was zu machen. Automatisches Fahren. Wo fahren wir denn hin überhaupt? Erstmal müssen wir irgendwo... Die Steinsucher können sie bauen. Ja, das ist ja hier der Dino, ne? Das ist ja wieder am Galdinkai. Aber ich glaube, das Aufgabenziel ist ja hier in der Nähe. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Gut, das machen wir gleich. Pass auf, wir fahren jetzt erstmal hier zum nächsten Parkplatz. Und zwar nicht nach Hammerhead. Mein Gott, wie viele gibt es denn hier? Kleigne? Ich glaube, sind die? Genau, das ist hier. Kleigne? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gronix Tankstelle. Wir wollen eigentlich übernachten, ne? Das ist ja da, wo wir... Oh Gott, das ist da hinten. Das sind auch so viele Fragezeichen. 3 Minuten fahren wir dahin. Komm. Let's fucking do this. Wohl Steinsucher? Naja. Machen wir das erstmal. Erstmal pennen legen, wieder voll heilen und dann können wir auch dieses Zeug da machen. Mein Gott, Alter.
Ladevorgang, Ladevorgang, Ladevorgang. Nervt! Der Ring der Luzis, das haben wir schon mal vorgelesen. Auf jeden Fall. Letztens erst wieder Kingsglaive geschaut. Und ich habe mal geguckt, ob dieser Chor da überhaupt ist in dem Film. Ist er gar nicht. Hab zwar erst gedacht, dass der eine General, das General Glaukan das gewesen wäre. Vom optischen her sah er so ähnlich aus, aber das konnte ja dann gar nicht sein, weil er ja auch der General Glaukan ist. Genau. Und weiter erzähle ich nicht, weil sonst möchte ich nicht spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben. Mann, ist das wieder die Ohrwurm-lastige Musik hier. Sie hat das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genau, zieh das Hemd aus. Genierst dich wohl, was? Oh, weil du so ein Hemdling bist. Quatsch. Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ich kann ja jetzt den Trick. Ist ja kein Problem jetzt. Ich hoffe inständig, dass meine Aufnahme hier nicht ruckelt. Das wäre echt toll. Nicht, dass ich hier irgendwie nach anderthalb Stunden nochmal 10 Minuten Pause machen muss. Zwangspause, um das hier zu bearbeiten, das Video. Das wäre unschön, wäre das. Von daher habe ich immer so ein leichtes Auge nach links, rechts auf den anderen Monitor, dass das hier nicht hakelt. So, Sie wünschen ein Zimmer? Jetzt können wir hier endlich pennen, übernachten. Genug geschafft für einen Tag. Naja, so viel war es nicht. Heute Nacht werde ich gut träumen. Wenn du das sagst, Prompto, dann machst du das auch. Dingelingeling. Ja, natürlich ein sehr erfolgreicher Tag. Nicht von dem Midgar-Sorum. Sorum, oder wie der da hieß. Sommer. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gelesen, weil das echt zu klein geschrieben war. Aber ich werde es ja in der Aufnahmebearbeitung werde ich das ja sehen. Und mich ja wahrscheinlich wieder sämtliche Facepalms geben, was du da für einen Scheiß laberst. So, viel war es ja nicht. Unglaublich! Ignis lächelt! Was soll das heißen? Bin ich sonst so ein Spielverderber oder was? Ja. Bist du. Oh, das Foto ist gut. Das? Wo Prompto an der Mauer pinkelt, oder was? Ja, wieder sehr. Warum hast du denn nicht mal ein Foto von diesem Wurm gemacht, würde ich fast sagen. Naja. Das muss ich schon wieder niesen. Weißt du, warum muss ich eigentlich immer niesen, wenn ich in der Aufnahme bin, ne? Ich hätte den ganzen Tag Zeit rumzuniesen, ne? Und jetzt geht's los, oder was? Ah. Mein Gott. Danke, danke. So, jetzt sind wir endlich wieder auf dem Damm. Mal gucken, was wir hier... Morgen! Gucken, was wir hier noch alles an Fragezeichen haben. Die sind... Wo sind die denn? Da hinten? Bin ich einmal im Block? Ich kann ja auch nicht rennen. Also die Musik hier ist echt ohrwurmlastig. Ist unfassbar, Alter. Ich würde sagen, der Markt ist hier so besucht, aber die Stimmen fehlen noch so richtig. Bist du zufällig Jäger? Ja. Na klar. Warum fragst du? Naja, weil wir gerade dabei sind, neue Handelsrouten zu sichern, weißt du? Was du nicht sagst. Dafür hatten wir einen lokalen Jäger eingespannt, aber der meldet sich nicht mehr. Das riecht nach Vertragsbruch. Also, falls du deinen Kollegen da draußen treffen solltest, erinnere ihn an seine Pflicht. Aha. Längst kein altes Eisen, den Jäger aufspüren. Der Ravatoga ist ein prächtiger Berg. Irgendwann will ich mal bis zum Gipfel. Du bist aber ein Rebell, so weit nach oben zu klettern. Hallo? Hallo? Alter. Ich hasse das, ne? Ist das wieder heiß heute? Ich hasse das, ne? Du drückst die Taste und er springt hoch. Mit einem mobilen Untersatz? Na schon, aber... Dann... Könntest du mir vielleicht helfen? Wäre super, wenn du meine Waren aus einem liegen gebliebenen Transporter bergen könntest. Er wurde unterwegs angegriffen. Der Fahrer ist getürmt und guter Rat nun teuer. Tja, Omnibus Interruptus. Mein Gott, was für ein Wortspiel. So, den Transporter finden wir. Machen jetzt hier einfach mal ein paar Quests an. Gucken, was da so passiert. Was konnte ich denn hier jetzt schon wieder interagieren? Oder hochspringen? Leuchtturm, richtig was los. Bin oft mit vollen Taschen aus Keim zurückgekehrt. Ja, Keim. Schade, dass sie das Sicherproblem nicht in den Griff kriegen. Jetzt traut sich da keiner mehr hin. Aus Keim zurückgekehrt? Eklig schwül. Stell dir mal nicht so tuckig an. Eklig schwül. Was für ein seltsamer Junge. Wie? Ach was, so frech wie der Rest. Warst du als Kind nicht so, Ignis? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wo ist denn hier noch das andere Fragezeichen, was ich hier triggern kann? Hallo? Ich stehe doch eigentlich mittendrin. Sind Sie es?
Anscheinend nicht. Ist er das? Ah, hier, da. Hey, du, sag mal, du nimmst nicht zufällig Jagdaufträge an, oder? Ach doch. Wieso? Naja, weil wir ein paar Jäger gut gebrauchen können, um unsere Ernte zu sichern. Ich wollte mich eigentlich bei Meldatio melden. Aber wenn du sowieso Zeit hast, dann kann ich mir das ja auch sparen. Details erfährst du auf der Farm. Viel Erfolg. Na, sehr gern. Auf der Jagd nach der grünen Bohne. Furloch Farm. Mhm. Da fällt mir gerade ein. Hallo? Genau. Da fällt mir gerade ein, Habe ich mich denn eigentlich aus... Ich habe ja gekauft letztes Mal, ne? Ich habe gekauft. Aber ich glaube, ich habe mich ausgerüstet. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, oder? Nee. Doch. Ich habe mich ausgerüstet. Man kann ja auch während der Autofahrt das machen, habe ich, glaube ich, mal feststellen dürfen. Was auch ziemlich cool ist. F, M und A Oliven. Eingelegte Oliven aus dem fernen Altissia. Aha. Naja gut, warum schleiche ich jetzt? Alter, Junge, benimm dich! Ah, Nase juckt! So, wir gehen einmal wieder zurück. Wir haben jetzt hier gepennt. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was hier so für Quests starten. Und dann können wir gleich mal gucken, was wir so levelmäßig erledigen können noch. Wir müssen ja noch ein bisschen stärker werden. Beziehungsweise ich muss stärker werden, damit ich meine Unskillness wieder wettmache mit hohem Level. Was wahrscheinlich im Pre-Game hier auf jeden Fall ja nichts nützen wird, denke ich mal. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich habe jetzt, heute ist, was ist heute für ein Tag? Heute ist Mittwoch. Vielleicht habe ich nächsten Montag nochmal das Vergnügen, das hier aufzunehmen dürfen. Aufnehmen zu dürfen. Mein Gott! Sortier die Wörter! Vielleicht bin ich ja dann noch nicht ganz wieder raus aus dem ganzen Gefummel hier. Also, automatisches Fahren. Wo fahren wir denn mal hin? Wir wollten das mit diesem Dino-Kram machen, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Diep, 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 diep. Bin ich jetzt hier schon wieder weg? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du denn? Hä? Längst kein altes Eisen. Auf der Jagd nach grünen Bohnen. Omnibus Interruptus. Wilde Wasser sind tief. Gleichgesinnte? Ach, da genau. Auf diesen Steinsucher können sie bauen. Auf weiter Flur. Der ist in der Nähe. Das ist hier am nähesten. Ich muss sagen, komm. Was sind denn diese Pfeile dahinter? Ach, ist das vielleicht so ein automatisches? Ja, genau. Das sind immer diese automatischen Dinger, ne? Jetzt raff ich das auch. Danke. Hirn, dass du mir den Aufschluss gibst. Jagdaufträge in der Songs werden auch. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne? Bei den wilden Bestien erlegt werden wollen. Ja, genau. Nicht wollen. Die wollen bestimmt nicht. Sondern sie sollen erlegt werden. Ja, wundern, wenn irgendwelche Viecher einfach erlegt werden wollen. Ich will nicht mehr leben. Ich überlege, ob ich das Ganze immer rausschneide. Ich glaube, diese Ladezeiten, das meine ich echt, dass ich es rausschneide. Also nächste Ladezeit werde ich da einfach mal cutten. Was auch ziemlich cool ist, ich werde wahrscheinlich bald im Besitz eines 16 GB Arbeitsspeichers sein. Das ist quasi mal das Dreifache, was ich jetzt besitze. Das ist sehr schön. Von daher hoffe ich dann mal, und eine neue Grafikkarte gibt es auch noch, dass hier die Videobearbeitung mal, sag ich jetzt mal, exponentiell nach oben geht. Von der Zeit her und auch von der Qualität her. Also los, schon egal. Also ich sag mal auf jeden Fall von der Videoqualität und von der, naja, von meiner Qualität her wird es wahrscheinlich gleich bleiben, hoffentlich auch ein bisschen besser werden. So, wo ist es denn? Da unten. Da unten. Erkennungsmarke sichern. Achso, nur eine Erkennungsmarke suchen. Guck mal, hier kann man doch gleich schon mal gegen diese Garulas hier nochmal kämpfen, wenn wir mal ein bisschen warm werden. Vielleicht kommen dann auch gleich wieder diese Kackärsche von oben runter. Nehmen wir mal den dicken Prügel hier. So, nice. Angriff von rechts. Okay. Das ist jetzt aber links, ne? Guck mal, ich gehe mal da oben hin. Such mir einen und greif an. Jo, ja. Nimm's mir nicht übel. Nimm das! Und
Und was machen wir aus dir? Oh, eine neue Rezeptidee? Also dann, so war das nicht gemeint. Jetzt habe ich auch gesehen, dass ich ihm mal so ein Horn abgeschlagen habe. Interessant. Keine Gnade. Lass mich lustig. Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. Ja, war keine Absicht. Hab ich gerade eine Motorsäge gehört? Und wie? Weiter geht's. Diese Marke gehört nach Hause. Genau. Die Rossi Erinnerungsmarke zu Dave bringen. Der ist wahrscheinlich wieder 5 Kilometer weit weg. Was ist das für komische Geräusche hier? What the fuck is that? Wo kommt das her? Kommt das von rechts? Hörst du das? Was ist das? Wer ist das? Das klingt sehr, sehr merkwürdig. Okay, Dave ist dann da hinten 5 Kilometer weit wieder entfernt. Verdammt. Nehmen wir den noch mit. Och, das arme Garula-Kälbchen. Und mit einem Schlag machen wir das weg. Fast. Hasta la vista. No, hasta la vista. Na gut. Das war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Aber da kann ich mich mit kleinen Gegnern kann ich mich wieder ein bisschen warm prügeln. Na ihr? Macht ihr denn da? So, einsteigen ins Auto. Automatisches Fahren fortsetzen? Achso, das geht dann wieder zum, ne? Ich will mal gucken. Aufgabenziele, was können wir hier noch so erledigen? Gleichgesinnte. Das ist eine Minute entfernt. Können wir auch wieder schnell hin. Oh Mann. Das ist immer, ich glaube, eine Minute entfernt. Wo sind wir denn? Da hinten. Müssten wir da hoch? Na gut, ich glaube, da fahren wir, machen wir das eben auch mal schnell. Schneide ich natürlich raus die Ladezeit. Wie wär's mit einer Pause? Ja, meinetwegen. Machen wir das auch. Ladezeiten sind echt übel, ne? Dann mache ich die Tür zu. Lass mich durch! Jetzt sind wir hier wieder bei Duska. Dann muss ich doch so weit laufen? Was zum Geier? Naja, dafür haben wir hier nochmal so einen. Den können wir eigentlich auch nochmal wegballern gerade, ne? Wenn wir schon mal da sind. Fokus. Ingo. Jetzt. Garula 32. Das könnte ein bisschen herausfordernder werden. Schauen wir mal. Na dann mal los. Alter, ich habe geblockt. Bist du okay? Ja, ich komm klar. Alter, jetzt reicht's aber langsam. Ich konnte. Jetzt habe ich nicht mehr so wenig Leben. Das ist unfassbar. Obwohl ich zweimal geblockt habe. Zweimal richtig geblockt, wohl bemerkt. Ich weiß nicht, ob wir von der Seite überhaupt blockfähig sind. Na komm, machen wir mal hier den... Alter! Genau. Wer kommt denn hier jetzt schon wieder dazu? So ein kleines Scheißviech, oder was? Los geht's! Ich sehe absolut gar nichts. Also dann... Machen wir mal das Ding. Ignis, los, bereit. Los, noch. Okay. Gerade noch rechtzeitig. Kommt nicht wieder vor. Der war irgendwie gerade sehr gut geblockt von dem Vieh, weil ich auch einfach nichts gesehen habe. Unfassbar! Wie schmeckt dir das? Lalala, 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 danke sehr, danke sehr. Ist gut bei mir. Haben uns wohl etwas übernommen. Hat sich niemand übernommen. Jemand eine Idee? Boah, Alter. Jetzt konnte ich wenigstens mal blocken. So gütig.
Komm du! Einwandfrei, komm du! Also ich konzentriere mich gerade echt nur aufs Kämpfen, ja? Also wenn ich gerade mal meine Fresse halte, dann liegt das an meiner versuchten Konzentration. Tut mir leid. Ignis sieht nicht besonders fit aus. Wir brauchen keinen fitten Ignis. So, genau, der ist jetzt weg. Sehr fein. Jetzt hat er hier während des Kampfes eine neue Rezeptidee. Achso, war nur ein Scherz wahrscheinlich. Ne? Partner hier. Das war knapp. Ein bisschen auf die Fresse haben wir gekriegt. Das ist wohl richtig. Geschafft ist geschafft. Ja, kein Problem. So langsam werde ich wieder ein bisschen wärmer. Juhu. So langsam. Schön fleißig kämpfen, das ist schon wieder so ein großer. Problem ist der, wenn der von der Seite. Ich kann sie jetzt, Alter. Geile Nummer. Wenn der von der Seite angreift, ne, dann habe ich echt schlechte Blockchancen. Aber das ist ja eigentlich egal. Wir wollen ja hier ein bisschen Kampfpraxis, ne? Wie konnte man nochmal durchschalten hier? So, genau. Oh, falschen getroffen. Hoppala. Lesen, ne? Hey, wir sollten lesen, Ingo. Ignis, vorsichtig. Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Sehr gut. Beweg dich. Danke. Oh nein! Was ist denn das jetzt? Vorsicht. Oh, ich hasse es. Können wir erstmal hier die mal ein bisschen weglocken? Ja, komm mal her, du. Komm mal her, du. Komm mal her. Kommen Sie mal mit. Weil hier mal von den Fotzenviechern da wegkommen. Das riecht nach Ärger. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus für uns. Nimm das! Sorry! Hasta la vista! Also wenn ich hier lebend rauskomme, dann kann ich das Kampfsystem wieder ein bisschen. Mal kurz weg. Warum ist die Kamera eigentlich so weit weg gerade? Mal schön die einzelnen erstmal rauspicken. Nein, noch nicht den. Oh oh. Oh, ein Pisthase. Wo ist denn hier so ein? Gibt's hier so einen Warpunkt? Natürlich nicht. Ja, genau, richtig reingelaufen. Unfassbar. Kann ich dich auch heilen hier? Rechtzeitig. Danke. So. Weiter im Text. Hier bin ich. Das war's dann wohl. Lockt. Feindliche Verstärkung. Von wem? Schon wieder? So, warte mal ganz kurz. Ein bisschen hier wieder nehmen. Das war eine MP-Stase. Ich müsste mich mal einmal kurz irgendwo ausruhen, Jungs. Da ist er. Ad notam. Kampfpraxis ist ja alles, ne? Weiter so, Nord. So, wollen wir erstmal hier. Erstmal diese Assist da wieder weg. Da sind schon wieder so viele dabei, die hier ballern. Alter, du wirst dich dahin porten, Bratwurst. Sonst war's das für uns.
erstmal cool bleiben. Weg, weg, weg. Nimm's mir nicht übel. Hallo? Danke. So, jetzt bist du mal langsam dran, Dicker. Ich werde mal kurz... Ups. Muss hier lange drücken. Danke sehr. So. Was machen wir denn jetzt hier? Alter Schwede. Wieso kann der mich denn da treffen? So, ich werde mich mal kurz... Sorry. Hallo? Kann mich mal jemand hier... Danke sehr. Ja, um mich dann gleich wieder von so einem Scheißviech abnaschen zu lassen, ne? Ist klar. Versucht er... So, warte mal. Machen wir gleich nochmal. Und mit dem dicken Gulli. So, jetzt mal drauf, Jungs! Unglaublich. Kann jemand? Ich mach das. Alter, was hier schon wieder los ist an Gegnern, ne? Nein, nicht jetzt, Alter, nicht jetzt! Oh, nervt! Super Trank. Ich höre so viele von diesen Ballermännern hier. Ich mach auch gleich nicht mehr lange mit. Alter, das Vieh ist immer noch da, oder was? Gerade noch rechtzeitig. Kommt nicht wieder vor. Mann. Leute! Ich will ja mich selber aushelfen. Keine Panik, ich regel das. Keine Panik. Eine Panik am Arsch hier. So. Warte mal, hier. Die Übersicht fehlt. Okay, jetzt sind wir langsam. Also langsam müsste ich hier, glaube ich, flüchten. Langsam muss ich flüchten. Ich glaube, ich kann es nicht ändern hier gerade. Weil sie auch alle gerade verrecken. Da. Geht weg! Jupp! Der nächste, der fällt. Ich muss jetzt hier mal, bevor ich jetzt echt ins Gras beiße, muss ich jetzt hier nicht mal fliegen. Scheißen Dreck. Dann wollen wir eben nochmal schnell dahin laufen.